Wie immer fangen wir einfach an. Wir sind, weil ich habe einen guten, fast schon alten Bekannten hier an meiner Seite stehen, in der Halle 13. Und wer gut aufgepasst hat, kennt auch den Van-Bike-Träger schon. Und wer noch besser aufgepasst hat, kennt dieses Gesicht. Hallo, das Gesicht Hallo. Haben wir gerade verhüllt. Ja, das Tobi. Machen wir auch natürlich. Die Besucher Hi. Strömen jetzt herein. Ja. Im Hintergrund läuft auch ein Video, das wir kennen. Beide. Genau. Danke dafür. Ja. Und es gibt Neuigkeiten hier. Ja, wir haben jetzt erst einmal die Chance, dass wir das am Fahrzeug auf der Messe zeigen können. Und das macht natürlich eine ganze Menge aus. Ja. Praktisch zeigen. Wir können das, was wir im Video schon gesehen haben mit dem Schwenken, können wir wunderbar vorführen. Was mir ja gleich mal auffällt, ganz in schwarz. Richtig, wir haben also jetzt hier schon Gespräche geführt. Das ist nochmal nur zum Zeigen, die sind also gesprüht, aber es wird demnächst auch möglich sein, die in schwarz zu bekommen. Also man kann den dann updaten, kostet der dann das gleiche wie die? Mit der wird, der wird das gleiche kosten. Ja. Aber die Nachfrage ist da. Gell? Die Nachfrage ist auf jeden Fall da. Genau. Ja. Was wir im Video noch nicht gemacht haben, ist das Klappmechanismus. Stimmt, das hat man nie gemacht. Ja, da haben Leute nachgefragt, dass man das nicht sehen kann. Ja. So ist er also schön schmal hinterm Auto, wie es ja auch schon vor einem Monat ungefähr versprochen habe. Und so sieht es dann aus, weil er eben so konzipiert ist, dass er immer mitfährt. Genau. Ja, wir haben jetzt hier eine Kupplung. Wo wir auch gesagt haben, dass du, egal was für ein Hänger da hinten, eigentlich mit einer vernünftigen Kupplung ohne weiteres auch im abgeklappten Zustand noch Richtig. Ziehen kannst. Wenn genau. halt jetzt ja, Ganz genau. nicht nochmal ein Fahrradträger auf der Deichsel ist oder ähnliches. Ja, ja. Und hier kann man sich es aber dann nochmal richtig schön vorstellen, wie das so wird im Handling. Ja. Ja. Raus, so. Rüber, rein, abladen, Zugriff, alles da. So, das ist nicht mein Bett, dafür bin ich nicht verantwortlich. Ja. Aber trotzdem können wir die Tür aufmachen. Wir kennen ja alle deinen Perfect Camp Wagen. Ja. Der kommt jetzt aus Frankreich. Genau, das ist die Firma Mecatec, François Gabillot, den ich auch schon lange kenne. Und gibt ja gleich so ein Urlaubsflair hier auch in Düsseldorf, wenn man eine französische Nummer am Stand sieht. Sie sieht, très bien. Du sprichst Französisch? Ich hab die Reste von der Schule habe ich noch so ein bisschen ja, drauf. Okay, nee, ja? ich bin schon bei Latein kein Held gewesen, deswegen ja. und so weiter. Wir hängen natürlich zur ausgiebigen Erklärung nochmal das Video dazu oben. Guckt rein, falls ihr das Video nicht gesehen habt, seht ihr das oben. Ja. Und was gibt es denn sonst noch Schönes bei dir? Ja, wir haben die Option, eine Box später draufzustellen. Ja, das ist heißt, jetzt geplant. Ja, ist schon fast so weit, dass fast bald bestellbar. Liefern. Ja. Wir können also statt der Fahrradschienen eine Box drauf machen. Da haben wir dann nochmal ungefähr 60 Liter Stauraum. Sehr cool. Darf ich da mal so drauf filmen? Oder ist das aber super geheim? Also nein, nicht auf der Messe rumstehen. Kein Geheimnis. Filmen wir doch mal drüber. 60 Kilo. Die hebst du zu zweit drauf, die wiegt doch auch nichts eigentlich. Ja, die Kiste wiegt 20 Kilo, sodass wir dann also wieder im Rahmen der Nutzlast sind von dem Träger. Ja. Es wird zwei Varianten geben, eine kurze, eine Länge. Ja. Weil wir auch zwei verschiedene lange Brücken haben für den Träger. Wir können ja ein Vanbike 3 auch anbieten. Mhm. Und in dem Fall braucht dann die Box keine eigenen Leuchten, weil die vom Träger eben weit genug hinten rausstehen. Ja. Bei der kurzen Variante ist das dann erforderlich, dass wir hier Leuchten dran haben, haben dann natürlich auch einen Stecker dran. Ach so, ja, wollte ich gerade fragen, genau. Ja, weil die zurückspringen hinter die Box, ja, die Leuchten, und deswegen müssen wir es dann am Ende nochmal wiederholen. Deswegen hat die Box dann auch eigene Leuchten. Das setzt du jetzt natürlich nicht auf die vorhandenen Fahrradschienen auf, sondern die machst du kurz weg. Und alternativ, genau. Klick, klick. Ja. Und so weiter. Aber eine absolute Neuheit ist dann nochmal der Vanbike für den Sprinter. Ah, okay. Den haben wir hier, zeigen wir hier. Da ist er. Da haben wir andere Geometrie, das heißt die Scharniere rechts, oben und unten, die stehen nicht in der Flucht wie beim Fiat Ducato, sondern sprinterbedingt etwas versetzt. Mhm. Und auch die Heckpartie ist so ein bisschen gebogen, das nehmen wir hier auf mit dem Rohr, mit dem unteren Rohr. Wird einige interessieren. Seid ihr da auch am Planen für Crafter und so weiter? Ich wollte jetzt nichts rausziehen. Das wird alles nach und nach kommen. Ich denke, wir sind ja noch ein junges Team sozusagen. Ja, wir haben uns letztes Jahr erst zusammengerauft. Macht aber einen Riesenspaß. Aber ich finde es vernünftig. Ein Fuß nach dem anderen, dann kommt da was Ordentliches raus bei. Richtig. Schutzbügel werden wir haben.
Ja, ja, schadet nicht, weil du kommst da schnell mal mit dem Fahrrad dran oder ja, sonst oder man fährt sich das mal eben kurz an. Ja, ja, das ist richtig. Ich habe jetzt gestern vom Händler noch mal wieder eine Ersatzteilbestellung für eine neue Lichtleiste bekommen. Ja. Meine, freut uns natürlich auch, aber, ja, aber trotzdem ist immer ärgerlich. Sein, ist immer natürlich ärgerlich, muss ja nicht sein. Reserveradhalterung für Sprinter. Sehr begehrt, weiß ich. Das ist wir vernünftig. Denken über so Sachen nach wie Skihalterung für den Winter, für ja, Surfbretthalterung für den Sommer. Richtig, gibt ja, ja auch. Wir spinnen so ein bisschen rum jetzt hier. Ja, klar. Aber einen Platz für den Flaschenöffner haben wir schon gefunden. Ja, für den Kronkorkenöffner. Das Wichtigste überhaupt. Ja, natürlich. Ja. Und noch was für die Ravioli-Dose. Weil ja, die spricht mich an und sagt, ihr Käfer isst doch immer Ravioli. Ich sage, ja, alles klar. Wir haben überall nur Ravioli im Auto. Für den war der Inbegriff ein Zelt, ein Lagerfeuer und eine Dose Ravioli. Ja. Wir haben natürlich noch andere Produkte im Programm bei Mecatec. Das heißt, Luftfeder, Zusatzluftfeder, Hinterachse für verschiedene Produkte. Anhängerkupplungen für Kastenwagen, für klassische Reisemobile. Mit oder ohne Rahmenverlängerung. Ja. Ja, also geht auf perfectcamp.de, die Adresse seht ihr unten, dann erreicht man dich direkt. Genau. Weil da müssen wir ja jetzt eigentlich gar nicht Mecatec EU erwähnen, das ist das Gleiche, aber das ist eure deutsch gebrandete übersichtliche. Richtig, in Deutschland läuft alles über uns. Wir sehen genau da oben im Video den Dauerschwingversuch, den der Träger absolviert hat mit den 120 Kilo Belastung, dass wir da also wirklich auf der sicheren Seite sind. Ein Dauerschwingversuch, klar, wie man Möbel testet, ja, wo der 20.000 Mal hier rauf und runter drückt. 1,2 Millionen Stöße in 4 Tagen, das ist das permanent. Halleluja. Ja, ja. Oh, guck mal. So siehst du, wie ein Fahrzeug belastet wird, wenn ein Träger hinten dran ist und weil man dann über entsprechend schlechte Straßen fährt. So sieht es bei mir aus, wenn ich abends ins Bett gehe. Ich hoffe alleine, Tobi. Natürlich. Heiko bringt es auf den Punkt, aber wir, nein, natürlich alleine, klar. Weil ein bisschen Spaß muss sein, deswegen bin ich ja auch unterwegs, nicht nur um die Neuheiten zu zeigen und die ganz lieben Kontakte, die hier sind, wie zum Beispiel Heiko. Wir sehen uns jetzt innerhalb von 4 Wochen schon zum dritten Mal. Dritten Mal, genau. Ich habe schon gesagt, meine Ex-Frau habe ich teilweise nicht so oft gesehen wie dich. Siehst du mal. Nicht, dass das Gerede gibt. Drum das Wort extra vor jetzt. Weißt du? Na, Gerede, damit komme ich klar. Och, da passiert so viel. Was ich schon alles war und bin und mache und tue. Aber sehr interessant. Die Box stellen wir dann vor, wenn es soweit ist, da heben wir die mal drauf. Richtig. Und das war eine nette Auffrischung. Ihr seid zufrieden? Wir sind mega zufrieden. Weil das Konzept, glaube ich, geht sich auf. Das können wir allen besuchen. Wir könnten mitgeben. Luftsprünge machen. Siehst, ach, nee, nicht wirklich. Ja, wir hatten es ja hier. Dunk. Wie viel Kilo waren es nochmal? 80 Kilo Nutzlast, getestet mit 120. Perfekt. Irgendwo dazwischen muss mein Gewicht liegen. Ich weiß es nicht. Super, wie immer. Ja? Euch viel Erfolg. Kommt bitte in die Halle 12. Da kam ich gerade her, Entschuldigung. 13 natürlich. Sofort korrigiert. Standnummer, alles unten in der Videobeschreibung. Genau. Viel Erfolg noch. Wir sehen uns garantiert wieder. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bis dahin. Au revoir. Au revoir. Ciao. Oh, fällt mir ein, immer wenn ich Au revoir höre, jetzt brauche ich ein Croissant.